Hallo meine Lieben, willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer gemeinsamen MeTime. Heute gibt es wieder ein Aufgebraucht und das ist nicht nur der Februar, sondern auch ein Teil vom Januar, der irgendwie verloren gegangen war, der im Eck stand und den ich vergessen habe, euch zu zeigen. Das mache ich heute und ich habe unheimlich viel aussortiert, rigoros. Deswegen, es wird ein längeres Video. Schnappt den Kaffee, den Keks und nach einem Intro sehen wir uns wieder. Momentan noch aus, das mache ich ja immer zum Jahresanfang, das habe ich im Januar schon gemacht und ich habe jetzt diesen Monat auch rigoros aussortiert, Proben aufgebraucht, ja, und das möchte ich euch heute gerne zeigen. Und wie gesagt, wenn du neu bei mir auf meinem Kanal bist und dir solche Art von Videos gefallen, würde ich mich freuen, wenn du mir ein Abo da lässt. Und für alle, die wieder eingeschaltet haben, freue ich mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich persönlich liebe diese Videos nämlich auch sehr und mich interessiert es auch. Man ist ja nicht neugierig, was andere so verbrauchen, was die für ihren Müll so haben und was sie zu ihrem Müll sagen. Vorab nur noch eine kleine Info, wenn hier Produkte dabei sind, die euch gefallen, die ihr gerne benutzt, die aber bei mir nicht funktionieren, seid mir da nicht böse. Die Geschmäcker oder die Häutchen sind natürlich unterschiedlich. Wir fangen einfach jetzt mal an und wir fangen mit einem Waschmittel an. Und zwar von Frosch, das kaufen wir seit Jahren, das kaufen wir immer wieder. Mein Freund hat es ein bisschen mit der Haut und wenn er gerade wieder Probleme mit der Haut hat, dann schaue ich, dass ich definitiv das Waschmittel verwende. Dann kann es nämlich zumindest mal im Waschmittel nicht liegen. Und das haben wir wieder aufgebraucht. Da haben wir vor längeren Mal einfach bei Amazon so ein, ich glaube, 6er-Pack gekauft. Deswegen sind die immer mal wieder bei uns in den Aufgebrauch drin. Finde ich gut, würde ich immer wieder empfehlen. Ich habe allerdings ab und zu das Problem, wenn ich nur den Froschreiniger nehme, habe ich das Gefühl, dass manchmal die Wäsche dann immer so schön riecht. Das ist das Einzige, wo ich ein bisschen monieren muss. Aber ansonsten finde ich die Froschwaschmittel sehr gut. Ich mag auch gerne das Aloe. Das ist in Pulverform. Ja, das ist auf jeden Fall aufgebraucht. Und nachdem ich ein Duftwaschmittel brauchte, habe ich mir das von Lenor gekauft. Ich weiß gar nicht, da steht jetzt nichts von LE. Aber das ist so ein toller Duft. Die Wäsche riecht nach dem Waschen mega. Oh, das hat also wirklich eine richtig goldene Orchidee. Das werde ich mir definitiv nachkaufen. Das war auch gar nicht teuer. Ich meine sogar, dass ich das im Angebot gekauft habe. Da riecht die Wäsche wirklich noch ein paar Tage im Schrank. Also das kann ich euch richtig empfehlen, wenn ihr, sage ich mal, eingefahren seid in euer Waschmittelkauf und einfach mal zwischendurch was anderes haben wollt, dann testet das mal. Das ist richtig gut. Richtig gut ist auch das Somat. Das ist ein Klarspüler. Wie gesagt, da haben wir auch bei Amazon einfach so ein 6er-Pack gekauft. Das kaufen wir immer wieder nach. Würde mich mal interessieren, wie seht ihr das? Ich finde, die Klarspüler sind irgendwie alle gleich. Ich weiß nicht im Endeffekt, was da drin ist. Die Flasche ist 100% recycelt. Ansonsten ist mir das eigentlich völlig Grille, welche Firma das ist. Mein Freund kauft immer Somat. Deswegen haben wir Somat. Mein Freund kauft auch immer das gleiche Deo. Nämlich dieses von Alverde. Genau, das hat so einen zitrischen Geruch. Also er mag das sehr gern und er hat natürlich, wie gesagt, mit der Haut ein bisschen zu tun. Und er verträgt das. Ich finde das gut. Allerdings, wenn man richtig im Sommer richtig schweißelt, dann finde ich, hält es nicht so lange. Da muss man öfters nachlegen. Ich finde es, wie gesagt, gut. Für mich wäre es nichts, ist aber auch ein Männerdeo. Und was auch richtig gut war, war diese WC-Ente. Sind wir mal ehrlich, ich habe sie wegen der Verpackung gekauft. Ich habe gerade so einen Gelbtrip und ja, es war ein angenehmer Duft. Ich fand sie sehr flüssig, da kaufe ich lieber die WC-Ente als Stein. Finde ich ganz super. Wir haben in der neuen Toilette, haben wir hinten am WC so ein Teil, wo man die Tabs oder flüssig reinmachen kann. Das finde ich richtig toll, deswegen werde ich sowas auch nicht wieder kaufen. Finde ich aber ein tolles Produkt und habe ich sehr gerne verwendet. Graut es ein bisschen vor dieser Tüte. Ich zeige sie euch nicht, weil die ist immens groß. Ich habe vorhin ein Video abgedreht, beziehungsweise vor ein paar Tagen. Und zwar habe ich da Lancôme eine Foundation getestet mit Lichtschutzfaktor 15 in Beige Diaphne. Ja, das hat mir ganz gut gefallen, muss ich sagen.
Aber der Ton war nicht so ganz astrein. Also der hatte einen ziemlich gelbstichigen Ton, aber hier war 1 ml drin und ich habe das fürs ganze Gesicht verwenden können. Fand ich richtig gut. Ich werde mir das nochmal anschauen, vielleicht einen Ton heller. Fand ich eigentlich ganz gut, hat mir gut gefallen, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Was ich nicht empfehlen kann und was ich jetzt einfach entsorge, obwohl noch was drin ist, weil es mir einfach nur auf die Nerven geht, und zwar von Mavis eine Zahnpasta. Die Zahnpasta war grundsätzlich gut, Punkt. Aber die hat so einen Anisgeschmack drin oder so einen Anisgeruch und den hatte ich mit der Zeit irgendwann über. Wir haben zwar hier nur eine kleine Packung drin, 25 ml, aber das ging mir schon echt auf die Nerven. Mein Freund hat es, ich glaube, nach dem ersten Mal gar nicht mehr verwendet. Und wenn ich dann ewig da rumtun muss, oh, ich greife dann auch nicht dazu. Wir haben eigentlich immer zwei Zahnpasten stehen, dass man so ein bisschen Abwechslung hat. Und wenn ich dann dieses Teil, wenn mir das einfach schon nervt, wenn ihr dann denkt, oh, jetzt muss das wieder nehmen. Nee, schmeiße ich weg, weil ich will es einfach nur mal haben. Geht mir auf die Nerven. Fertig, aus dem Maß. So, jetzt muss ich ein bisschen sortieren, weil, wie gesagt, große Tüte mit viel Müll. Und zwar, dann werde ich wegschmeißen, weil Umverpackung von Profissimo, das ist so ein Öl gewesen, ein Lavendelöl. Ich habe es ja immer mal mit der Hand. Und da hat mir die liebe Leila von dem Kanal Einfach nur Leila, hatte mir das empfohlen bei DM. Und das finde ich richtig gut. Das ist hundertprozentig pflanzlich. Das ist ohne Alkohol und ohne künstliche Duftaromen, beruhigend und stärkend. Wenige Tropfen ins Wasser oder eine Duftlampe zum Verdampfen. Ich habe es zum Einreiben genommen, fand ich richtig gut. Ich mag aber den Lavendelduft auch richtig gerne. Was ich nicht gut fand, es riecht zwar gut, und zwar von Isana ein Duschgel. Ich habe es dann für die Waschmaschine wieder verwendet. Ich meine, das hatte ich in dem rosa Haul, wo ich mal gemacht habe. Oder roten Haul, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Das war durchsichtig. Es hat also geruchsmäßig hat es nach Himbeer gerochen, ja. Nicht pflegend, aber die Isana-Duschgele sind generell nicht pflegend. Aber mir ging auch der Geruch irgendwann auf die Nerven und dann habe ich es wieder in der Waschmaschine gestopft. Ich konnte es einfach nochmal sehen. Was ich allerdings sehr gerne gemocht habe, und zwar von 7 Generationen, und das ist eine Marke, die ich mir jetzt genauer anschauen werde, weil die haben zum Beispiel auch Waschmittel. Es war nämlich in der Trendräderbox, meine ich, oder in der Campus-Tüte. Das weiß ich jetzt leider nur mal. Da war ein Handspülmittel drin mit Zitronengeruch, 100% recycelten Plastik, pflanzenbasiert 91%. Das war richtig gut. Gelb. Ich habe es irgendwie gerade mit Gelb. Es war richtig gut, das war ein bisschen dickflüssiger. Auch oben mit der Flasche, das war nicht so lapprig alles und die Flasche ist auch ziemlich dick. Also halber Liter war drin, fand ich richtig gut, würde ich euch empfehlen. Und genauso wie gesagt, die Waschmittel, ich hatte da glaube ich auch mal eine Probe, fand ich richtig gut. Ach, gut fand ich, und das ist, meine Abonnenten wissen das, ich bin ja nicht so der Fußmensch. Und zwar war in dem Tauschpaket mit der lieben Noemi ein Fußwohl Moist to Oil Pflegescham für trockene Haut. Dieses nämlich. Und erst habe ich gedacht, aber ich habe ja diese Technik, dass ich jetzt mir immer so kleine 5-Liter-Mülltüten nehme, mache unten einen Knoten rein, mache dann so Zeug rein, entweder Creme oder Schaum, lasse sie dann einziehen und dann mache ich die Folie wieder ab. Und das hat wunderbar mit diesem Teil funktioniert. Das hat geduftet, das hat nicht so wie olle Füße gerochen. Das fand ich richtig gut. Ich würde es mir nachkaufen, wenn ich nicht so viel im Schrank hätte. Tatsächlich, das hätte ich nie gedacht, weil erst habe ich gedacht, aber das gibt es im Rossmann. Der Duft ist wirklich gut, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Was ich nicht empfehlen kann, ja, und zwar von CB12 White Mulan Soft Peppermint alkoholfrei, dieses Mundwasser. Da sagen sie ja immer auch gegen Schnarchen und was weiß ich und Whitening, gegen Schnarchen gibt noch irgendwas anderes. Nicht jetzt dieses, das ist jetzt nur das Mundwasser. Das weiß nicht, das hatte so ein ganz, kennt ihr das, wenn ihr zwar was im Mund habt, was Flüssiges, aber ihr habt das Gefühl, dass der Mund trocken wird? So komisch war das irgendwie. Der Geschmack war gut. Ich glaube, das kostet 6,99 €. Das kostet richtig Geld. Ich kaufe meine Listerine wieder. Nee, also es war okay, aber werde ich nicht. Nee. Das nächste wird in ein Trash-Paket kommen. Und zwar von O'Keefe's, diese Fußcreme. Die war grundsätzlich nicht schlecht. Die duftet auch leicht. Ich habe auch nicht viel rausgenommen.
ich hasse Fußeincremen, ihr wisst ja. Und was mir jetzt hier zum Beispiel überhaupt nicht gefallen hat, ich creme ja gerne abends meine Füße ein, bevor ich ins Bett gehe. Oder wenn ich dann im Bett bin und tue dann halt die Füße eincremen und lasse es kurz einziehen und schlafe dann. Und wenn die Scheiße nicht richtig trocken war und wir haben ziemlich dunkle Bettwäsche immer, dann hast du überall so weiße Schlieren. Und ich denke mir letztens, was ist denn mit der Bettwäsche? Hat sich das Waschmittel nicht gelöst? Ich habe flüssiges Waschmittel, ich habe es gar nicht verstanden. Und dann bin ich drauf gekommen, dass das die Fußcreme war. Wenn die nämlich nicht astrein trocken war oder du zu viel auf den Füßen hattest, dann hat sich das schön so schmieremäßig auf der Bettwäsche verteilt. Sei es jetzt mal darum, ob man jetzt sich die Füße vorm Schlafengehen eincremt oder nicht. Das will ich einfach nicht haben, egal wie und wann ich mir die Füße eincreme. Deswegen wird dieses Produkt mal weiterwandern in ein Trash-Paket. Vielleicht freut sich da ja jemand. Was sehr schön war, und das habe ich noch zweimal im Backup und da bin ich richtig froh, von eCooking. Am Anfang habe ich ja gesagt, olle Gurke und so. Cleansing, yeah. Dieses Produkt habe ich lieben gelernt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich mittlerweile auch an diesen ollen Geruch gewöhnt und ich liebe das. Ist vegan, wenn das in der Box drin ist, finde ich das super, verwende ich sehr gerne. Ich kaufe es mir tatsächlich nicht nach, aber das hat wirklich immer den Grund, weil ich so viel habe. Und ich werde ja jetzt in Zukunft auch Themenhauls machen, das heißt, bei mir kommen wieder Produkte rein. Und ich werde ja auch wieder diese Verlosung ein bisschen anders machen, je nachdem, wenn wieder Boxen kommen, Abo-Boxen, und da sind Produkte drin, die mir jetzt nicht gefallen und es würde sich für eine Verlosung lohnen. Aber ich werde dann in Zukunft bei den Themenhauls Verlosung machen. Und ihr könnt mir auch gerne mal reinschreiben, ob ihr bestimmte Verlosungen haben wollt zu einem Thema oder anders, also wie auch immer. Ja, das nächste Produkt entsorge ich. Das nervt mich. Wie gesagt, ich habe aussortiert ohne Ende. Dieses schöne Teil. Ich war da so begeistert, das habe ich aus der Pink Panda Bestellung. Farbe top, alles top. Aber ihr nervt. Das ist zu klein. Selbst wenn ich mir mit meinen drei Fuseln einen Turban mache, funktioniert es einfach nicht. Das funktioniert überhaupt nicht. Ich werde es jetzt irgendwie als Putzlappen erstmal verwenden. Hat einfach nicht mehr bei mir funktioniert. Deswegen kommt es weg und fertig, aus die Maus. So, jetzt muss ich ein bisschen sortieren. Was jetzt wegkommt, was mich auch ein bisschen nervt, Domol Wäschestärke. Sprühstärke habe ich ganz gerne immer für Hemden gehabt, wenn man so Businesshemden verkehrt rum bügelt, dann sind die ein bisschen griffiger, ein bisschen stärker gemacht und ja, es kommt nichts mehr raus. Selbst wenn ich da oben mit heißem Wasser oder einer Nadel reinsteche, es ist noch halb voll, es kommt nichts mehr raus. Dinge, die mich ärgern, kommen weg. Also weg die. So. Das nächste Produkt, das muss ich mir tatsächlich aufschreiben, weil das werde ich mir definitiv nachkaufen. Und zwar von Ahava ein Mineral Shampoo. Dieses ist ein teures Produkt und das sage ich ja immer, in den Boxen sind oft Produkte drin, die zwar hochpreisig sind, aber wenn sie bei dir wirklich funktionieren und du sagst, ich werde da nichts anderes mehr nehmen, weil ich einfach zufrieden mit dem Produkt bin oder ich möchte halt für eine Weile das mal verwenden, dann kaufst du dir die teuren Sachen nach. Das ist eins davon. Ich fand das so schön, auch nach dem Haarewaschen waren meine Haare richtig gepflegt. Also diese Serie hat mir richtig gut gefallen. Ich weiß nicht, was sie kostet. Wie gesagt, ich werde mir das definitiv nachkaufen. Ich habe ja auch bei Shu Uemura mir mal was nachgekauft. Das war auf jeden Fall ein richtig tolles Produkt. Genauso nachkaufen werde ich mir von Revlon. Das war ein Sprühconditioner. Der war auch richtig gut. Revlon ist ja eigentlich eher so eine Friseurmarke, würde ich sagen. Auch der Duft, auch richtig schön. Die Flasche werde ich mir aufbewahren. Ach, der hat so was Zitroniges, so was Sommerliches. Hat mir richtig gut gefallen. Ist auf jeden Fall ein Nachkaufprodukt. So, was haben wir denn da? Ui. Blaue Helden, Allzweckreiniger. Die Flasche habe ich aufbewahrt. Ja, biologisch abbaubar, vegan, ohne Tierversuche. Das war eine Flasche. Ich meine, das war auch in der Trendräderbox. Eine super Sprühflasche. Die ist wirklich richtig toll gewesen. Und da war so ein kleiner Kreis dabei. Gepresstes Putzmittel. Es gibt ja so Allzweckreiniger, wo du halt mit deinen allgemeinen Flächen so putzen kannst. Wo aber jetzt, sag jetzt mal, fürs Badezimmer mit Kalkflecken, wo du nichts wegbekommst, oder sag jetzt mal Fettflecken aus der Küche. Das ist auch so eins. Aber das fand ich echt so schlecht, dass ich in dieses Putzmittel dann eine halbe Flasche Essig reingemacht habe. Das hat mich nur genervt. Also
ich weiß nicht, ich habe da halt andere Anforderungen an eine Putzmittel. Ich möchte, dass es duftet, ich möchte, dass es sauber macht und nicht nur so, das war wie wenn ich eine Flasche Wasser nehme und tue drei Krümel Seife rein. Es hat für mich überhaupt keinen Effekt gebracht. Also würde mich mal interessieren, wie ihr das seht, derjenige, der das vielleicht auch hatte. Das gibt es noch zum Nachkaufen, weil die Grundidee finde ich ja nicht schlecht. Das ist so ähnlich, man kann sich ja Putzmittel auch selber herstellen mit Natron und so. Das habe ich auch mal gemacht und nachdem das auch bei mir nicht funktioniert hat, habe ich es sein lassen. Und ich glaube, das ist vom Prinzip her das Gleiche, würde ich überhaupt nicht empfehlen. Die Flaschen, die kann man einzeln kaufen, die sind super. Also die würde ich schon empfehlen, aber das Putzmittel ist meiner Meinung nach sinnloses Geldrausschmeißerei. Dann haben wir wieder ein Duschgel von Isana. Das war in der gleichen Kaufzeit von dem anderen Duschgel. Fand ich auch nicht so dolle. Also ich muss jetzt mittlerweile wirklich von den Isana Duschgehen weg. Ich muss mir angewöhnen, die nicht mehr zum Kaufen. Einfach, ich mag gerne Dove zum Beispiel, die sind cremig. Da weiß ich, wenn ich da dusche, da habe ich das Gefühl, ich habe mich wirklich eingecremt geduscht und bei Kneipp auch und bei diesen Isana, die sind wirklich so schlecht. Und genauso schlecht, das hätte ich nicht gedacht von Dove. Der ist noch voll. Ein Summer Ritual Limited Edition Deo Roller. Das hatte ich als Spray und fand es gut. Und deswegen habe ich mir den Roller nachgekauft. Und der Roller ist so schlecht. Also, ich wasche mich ja wirklich auch untertags. Und selbst wenn ich den benutze, habe ich das Gefühl, dass ich eine halbe Stunde stinke. Wirklich stinke. Und dann habe ich mir gedacht, nee, also das kann ich nicht mehr über Nacht nehmen, weil das habe ich dann auch probiert, weil solche Deos nehme ich dann, wenn die nicht funktioniert, gerne über Nacht. Bin aufgewacht, ich habe gestunken, wie wenn ich 3 Tage nicht geduscht habe. Kann natürlich auch immer mal hormonell bedingt sein, das will ich jetzt gar nicht mal hier außer Acht lassen. War aber so schlecht, dass ich es einfach nur weghaben will. Auch weghaben will. Das habe ich jetzt einfach im Müll geschmissen, weil mein Freund hatte mal so eine Phase, dann hat er gesagt, er will sich jetzt die Füße pielen. Und nachdem ich ja keine Fußprodukte kaufe, hat er sich eins gekauft. Ich glaube, das hat er zweimal benutzt, das ist noch dreiviertel voll. Ich fand es doof. Es stinkt ein bisschen, war nicht meins, deswegen kommt es jetzt einfach klamm und heimlich in den Müll. Ich weiß gar nicht, wo es hinkommen ist. Was nicht schlecht war, war von Balea die Aufbaukur Feuchtigkeit mit Mangoduft, würde ich aber nicht empfehlen. Die war gut, deine Haare haben gut gerochen und wenn du es ausgespült hast, hast du für 3 Sekunden gedacht, dass deine Haare weich sind, mehr aber nicht. Also das würde ich wirklich nicht empfehlen, wenn ihr euch so einzelne Sachen kauft, dann kauft euch lieber diese Pferdemarkur oder so, da habt ihr mehr davon. Das war überhaupt gar nichts, aber ich habe natürlich auch blondierte Haare, meine Haare verlangen natürlich auch eine andere Pflege, auch wenn es nur so 3 Fusseln sind. Aber trotzdem, das war überhaupt gar nichts. Was sehr schön war, wir haben auch wieder viel gebadet. Und zwar Kneipp Kurzurlaub. Kokosmilch und Manuiöl. Oh, das war schön. Das war richtig schön. Kann ich euch empfehlen. Wunderbar. Genauso wunderbar. Tete-Sept, Karibik Traum, Kokos und Limette. Auch schön gewesen. Also Kneipp und Tete-Sept, da kann man gar nichts verkehrt machen. Nächstes Produkt. Eye Mask. Ich weiß nicht. Von Matt Musky. Ich glaube, diese kleinen Tübchen kosten um die 50 Euro immer oder 40 Euro. Also richtig teuer. Das war im Endeffekt so eine Creme, die hast du dir unter das Auge gemacht, einwirken lassen und wieder abgespült. Das Produkt war sehr flüssig. Das hat mir nicht gefallen. Ich mag dann lieber, wenn die so cremiger sind. Das heißt, wenn du dir das hinschmierst, dass es auch da bleibt. Also bei mir war das immer so, dass es runterlief. Der Effekt war gut. Auch der Geruch war gut. Aber zu teuer und hat mir einfach in der, sag jetzt mal, in der Formulierung nicht gefallen und in der Anwendung dann auch nicht. Kein Produkt, was ich empfehle. Genauso das nächste Produkt empfehle ich nicht. Und zwar von Pure 97 ein Cremeöl für trockenes Haar mit Jasmin und Kokosnussöl. Ihr wisst, ich bin ein Fan von Kokosnuss und habe mich tatsächlich gefreut, dass dieses Produkt in der Box war. Seht ihr, wie viel da raus ist? Der Geruch ist gar nicht meins. Es stinkt einfach. Und wenn ich es mir in die Haare gemacht habe, dann waren die hier unten. Ich habe auch erst gedacht, dass ich zu viel mal verwendet habe. Dann waren die wie ganz fest, wie wenn die so mit Kleister waren und richtig trocken. Und dann hab mir gedacht, nee, nee, nee. Es ist ja nicht so, dass ich nichts im Schrank hätte und ehe ich das jetzt wirklich ewig aufbrauchen muss. Nein, dann geht es weiter an jemanden, der es vielleicht gebrauchen kann und fertig. Das nächste Produkt, oh, das muss ich fast nochmal riechen, weil das war so schön. Ja, kennt ihr orangene Gummibärchen?
So riecht dieses Produkt, und zwar von Pharmaverde Orangenblüte Cremeseife 250 ml. Das war richtig schön. Der Behälter war schön, richtig stabil. Auch man hat es gleich aufbekommen, man hat nicht ewig rumtun müssen, dass oben der Pumper nicht geht. Sowas hasse ich ja wie die Pest, wenn oben der Pumper nicht gleich geht. War ein richtig tolles Produkt, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Habe ich aber auch. Und Moss im Schrank. Das nächste Parfum, Community Paper. Da haben sich ja auch die Geister geschieden, sag ich jetzt mal. Das war ein sehr holziger, männlicher Geruch. Das war ja nur eine Größe, ich glaube 10 ml, 5 ml, und das war, ich glaube, auch 10 Euro oder so, das war richtig teuer. Ich habe es verwendet, das lieben Friedenswillen, weil wegen 5 ml da weiterzugeben in eine Abo, in eine Gewinnerbox, fand ich irgendwie doof. Es war nicht mein Geruch. Ich muss aber sagen, wenn zum Beispiel ich das an einen Schal gemacht habe und das nächsten Tag hat es noch gerochen, war der Duft schon angenehm, aber hat schon sehr männlich gerochen und das war jetzt nicht unbedingt so meins, obwohl das jetzt mir jetzt tatsächlich nicht so viel ausmachen würde, wenn das so ein bisschen männlich riecht. Das nächste Produkt miste ich jetzt einfach aus, weil es mich nervt. Grundsätzlich ein tolles Produkt. Damit konnte ich mir schön die Haare hier so kämmen und es hat wirklich gut funktioniert. Aber seht ihr, was ich meine, was mich da nervt? Mir fehlt hier ein Griff. Also ich fasse lieber die Bürste an und gehe halt einfach durch. Das hat diese Bürste halt nicht gemacht, gehabt. Das war ja, ich sage jetzt mal, ein Tube zum Tangle-Teaser. Das war von Glove. Farbe toll, Produkt toll, aber mir fehlt der Griff. Und weil mich das halt einfach nervt, mir ist schon ein paar Mal jetzt immer aus der Hand gefallen, einfach weil so schnell. So eine Dinge kann ich überhaupt nicht leiden, wenn ich bin ein hektischer Mensch. Bei mir muss es schnell gehen und nicht, gehst du vielleicht? Komm, weil es mich einfach nur nervt. Das nächste Produkt, da war ich so gespannt. Und zwar von Doctors Cosmetic irgendwas. Eine Brighten Up Hypoallergen, Hyperpigmentation Ampullen. Das waren diese. Ich glaube, das waren die für 68 Euro. Die hatten auch so eine Abbrechhilfe. Das war vom Prinzip her eine feine Sache. Die waren aus Glas. Ich bin ja so ein Typ, ehe ich die Abbrechhilfe rauspacke, habe ich es selber gemacht. Und dann musste man das unheimlich schütteln, weil das war so ein bisschen ölige Konsistenz, dass sich das vermischt. Und was mir so auf die Nerven ging, dass immer oben in der Ampulle so viel Produkt war und eh das so wieder runtergelaufen ist, hätte es ja wieder schütteln müssen. Das heißt, wenn ich diese Ampulle aufgemacht habe, war oben eigentlich immer schon ein Teil drin. Und wenn du das nicht wirklich sauber 100-mal geschüttet hast, dann ist die Scheiße auf gut Deutsch nicht aus der Drecksampulle rauskommen. Wir müssen es jetzt wirklich mal so sagen, weil für das Geld habe ich mir diesen Ampullen nur rumgeärgert. Ich weiß nicht mehr, ob die jetzt 68 Euro kosten, das spielt auch keine Rolle, es war auf jeden Fall ein teures Produkt. Ich finde halt, wenn ich eine Ampulle schüttel und es so erst auf die Hand laufen, dann soll es gefälligst auch drauf laufen. Die Menge war ja okay, weil ja die Hälfte noch in der Ampulle drin war, aber sie war jetzt auch nicht so, dass ich sage, wow, da habe ich tatsächlich in letzter Zeit andere Ampullen verwendet, die besser waren. Die war echt nix, also... Für mal zum Testen ja, aber und wenn sie wieder drin ist, werde ich sie weitergeben, aber pfuh, das war jetzt alles nichts irgendwie. Was wieder was war von Kneipp, Cremebad, nur eine Kleinigkeit. Das war richtig schön. Süße Mandel, Tonka und Kokosöl. Wir haben wieder das Kokos. Man merkt gar nicht, dass ich Kokos mag. Also richtig teuer, hat mir gut gefallen. Würde ich wieder nachkaufen. So, was haben wir denn hier? Ah, okay. Wir hatten eine Feier. Und da habe ich als Tischdeko Kerzen kaufen wollen. Und da hatte ich erst, ich hatte so schöne rosa Kerzen in der Hand. Aber es war ein Abend für Männer. Also mein Freund hat ein paar Spezies eingeladen. Und er dachte, ich kann keine rosa Kerzen hinstellen. Und da habe ich schwarze Kerzen gekauft. Die Gläser waren schwarz. Ich hatte auch gedacht, dass innen drin die Kerze schwarz war. Aber die war so dunkel Bordeaux. Hast du aber nicht gesehen. Das sah richtig fancy aus. Und das waren die von Domol Blackwood Duftkerze. Die sind noch bei uns da und ich muss ganz ehrlich sagen, die waren nicht viel teurer wie die ganz normalen von vom Rossmann. Plus die standen in der Reihe, wo es Waschmittel steht. Die anderen standen da, wo die Kerzen stehen. Und die kann ich euch echt empfehlen. Die brennen bei uns schon gute 2 Wochen immer mal wieder. Finde ich richtig gut. Tolle Kerzen, duften gut, gar kein penetranter Geruch, also richtig toll. Dann habe ich eine Magic Finish
Serum Foundation in Creamy Nude aufgebracht, Farbe 240. Das andere, was ich hatte, war ja nicht so doll. Das war wieder gut. Das hat sich gut auftragen lassen und hat auch nicht nachgedunkelt. Habe ich gerne verwendet, würde ich aber nicht nachkaufen, weil beim MA, da muss ich ganz ehrlich sagen, bleibe ich bei den Mousse Matte Make-up. So, apropos Mousse Matte Make-up, ich habe, glaube ich, noch eine Verlosung laufen. Die muss ich, glaube ich, auch noch auslosen. Ich habe letztens so viel vergessen, weil ich habe ein Handy gewechselt und da ist so viel untergegangen. Also seht mir das nach, kommt auf jeden Fall demnächst. Und zwar das nächste Produkt, Botanic by Sien Garden. Das war, glaube ich, Lidl. Da hatte ich so eine Serie gekauft. Ja, ich glaube, ich habe davon noch mehr in der Kiste. Die Haarkur war nicht schlecht, aber ich habe jetzt noch die Spülung. Ganz ehrlich, ich werde nie wieder diese LEs kaufen, weil ich konnte den Geruch dann nicht mehr riechen. Dieser Ingwer-Geruch fand ich nicht, dass das nach Ingwer riecht, nach irgendwas anderes, Ingwer und Basilikum. Ich fand den dann zum Schluss nur noch penetrant, mir ging der auf die Nerven und ich habe dann auch verschwenderisch damit gearbeitet. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ehe ich es wegschmeiße, dann haue ich mir da 5 Tonnen drauf und schmier das dann runter. Hat funktioniert, war aber irgendwie nicht meins, ging es nur auf die Nerven und oh, ich weiß auch nicht, mir hat es einfach nur genervt. Dann hatte ich von Dr. Barbo eine Boostercreme, 20 ml. Puh, ich glaube, ich bin heute nur meckern. Die Boostercreme war gut, aber wenn ich jetzt zum Vergleich von DM diese Vitamin C Creme nehme, das gleiche. Vom Gefühl auf meiner Haut das gleiche und ehe ich da 20 Euro zahle, zahle ich lieber 4 Euro und weiß, das reicht mir genauso. So, was haben wir denn hier noch? Wenn ihr denkt, wir sind schon fertig, die Tüte ist noch voll. Da kommt nämlich noch einiges. Ja. So, was ich gerne verwendet habe, aber ich habe es tatsächlich nicht nachgekauft, weil ich eben so viel habe, und zwar von Isana das Haaröl. Da haben zwar viele gesagt, das ist nichts, mir hat das tatsächlich gut gefallen, das war mit Lavende. Und ich habe das sehr gerne verwendet, das konnte man sprühen. Ich werde es mir nicht nochmal nachkaufen. Ich habe schon gesehen, dass es in manchen Filialen noch gibt, werde ich mir aber nicht nachkaufen, war aber ein tolles Produkt. Auch ein tolles Produkt und ich hatte es heute auch schon wieder in der Hand. Von Denk mit ein Vollwasch mit der Energy Pulse. Ich habe viel gewaschen, unsere Katze und unser Hund hatte leichte Magen-Darm. Deswegen habe ich viel gewaschen und deswegen haben wir auch so viel Waschmittel verbraucht. Die LEs von den Waschmitteln von DM, die sind richtig gut. Ich neige dazu, eigentlich lieber Pulver zu kaufen, habe aber bei DM auch schon mal Pech gehabt, dass das Pulver eben nicht funktioniert hat. Und deswegen bin ich da ein bisschen weggekommen und habe gesagt, nee, kaufe ich lieber Flüssigwaschmittel. Dann habe ich einen Neutralreiniger aufgebraucht von Frosch, da ist tatsächlich noch was drin. Das ist im Endeffekt ja, wie so eine Art Essigreiniger, nur mit wenig Essig. Habe ich irgendwann mal gekauft. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was der muss schon so uralt offen sein, weil Neutralreiniger kaufe ich eigentlich eher selten. Da kann ich mich gar nicht erinnern, war dann auch jetzt froh, dass das alle waren. Dann haben wir wieder Klopapier alle gemacht von Kroket. Total spannend. Weiß gar nicht, warum das hier drin ist. Ich wollte das eigentlich gar nicht mehr mit reinnehmen. Und auch Taschentücher haben wir aufgebraucht. Kosmetiktücher. Diesmal nicht Taschentücher. Es gibt nämlich bei Rossmann auch richtige Taschentücher, 200 Stück. Und diesen zweilagig, die fand ich gut. Haben wir aber auch schon ewig stehen gehabt. Jetzt ich weiß gar nicht mehr was. Ist ganz praktisch. Morgen will ich nämlich zum Wäschstoff. Ach ja. Dann habe ich aufgebracht von Dalton Ampullen. War auch in irgendeiner Box. Und erst habe ich gedacht, gibt es weiter, gibt es nicht weiter, aber richtig toll. Jetzt weiß ich auch, warum sie alle immer schwärmen mit dem Dalton. Ich habe auch eine Maske schon probiert, richtig gut. Also ich habe auf der Seite schon mal gestöbert und habe mir gedacht, oh, die sind schon richtig teuer, aber ich sage jetzt mal, ich gönne mir ja auch immer mal zu Feierlichkeiten, mal zu Geburtstag, Weihnachten, wie auch immer, und da würde ich sowas tatsächlich auch kaufen. Das war auch vom Packaging richtig schön, seht ihr das? Das war so ein bisschen wie Urlaub und da war halt verschiedene Geruchsrichtungen oder Anwendungsgebiete und da war halt immer, ja, war halt mit einer anderen, sage jetzt mal, Formulierung. Und ich habe das dann nummeriert, ich weiß nicht, seht ihr das? Die Nummer 1 war Stressless, die war super. Dann habe ich Multitasking, die war auch super. Und dann die rote war Omnipräsent, glaube ich. Und die anderen Sleeping und No
No Filter, die war nix. Also die zwei in der Mitte haben mir überhaupt nicht gefallen. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Also hat mir richtig gut gefallen. Bin froh, dass ich sie getestet habe. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, nachdem ich diese erste Ampulle hatte, die mir so gut gefallen hat, jetzt spinnt mein Handy wieder, bin ich sofort auf die Webseite gegangen und habe geschaut, was das kostet. Hätte ich nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat mir wirklich gut gefallen. Dann kommt weg von Isana ein Nagellackentferner. Stinkt normal. Da steht zwar fruchtig frischer Duft, aber habt ihr schon mal einen Nagellackentferner gehabt, der fruchtig frisch riecht? Also riecht nach Nagellackentferner, fertig, aus die Maß. Und dann habe ich aufgebracht, und zwar von Fit Pink Grapefruit Spülmittel. Ich kaufe das Fit eigentlich immer wieder gerne nach. Bin momentan auf Palmolive sogar umgestiegen. Das ist eigentlich wurscht. Ich bin da so ein Verpackungsopfer. Wenn mir die Flasche gefällt, kaufe ich es einfach. Ich glaube, ich muss mein Handy jetzt erstmal laden. Oh, Handy ein bisschen geladen und ich hoffe, es geht vorwärts. Es kommen, wie gesagt, noch ein paar Sachen. Ich habe aufgebraucht von Antikal Fresh Febreze Geruch diesen Badreiniger. Ich muss ganz ehrlich sagen, der gefällt mir richtig gut. Der und der Meister Proper und der Frosch sind so meine Liebsten. Der funktioniert, der stinkt nicht komisch. Den kannst du halt auch einfach mal in die Toilette nur mal ein bisschen reinsprühen für den angenehmen Duft. Würde ich jedem empfehlen, finde ich auf jeden Fall richtig gut. Ich sprühe ganz gerne das ein, lasse es vielleicht 2-3 Minuten einwirken und dann spüle ich es wieder ab, weil dann greift es nicht so die Armaturen an, weil eigentlich soll man Putzmittel nie auf Armaturen machen, sondern immer auf ein Tuch abwischen und nochmal nachreiben. Mehr eigentlich nicht, mache ich halt nicht. Und ja, das nächste Produkt, das habe ich gehasst. Und zwar, das ist auch aus dieser Serie, wo ich aus dem Penny gekauft habe, da habe ich ja wie gesagt so LEs gekauft, das war ein Schaumbad Wildrose. Oh, das war furchtbar, das hat gestunken und aus der Flasche hat es nicht komisch gerochen. Aber in die Badewanne wollte ich mich damit überhaupt nicht legen, zum Duschen auch nicht. Ich habe es dann als Waschmittel genommen. Ich fand diesen Wildrosenduft richtig eklig. Ich liebe Wildrosenduft, aber das hat eigentlich nur chemisch gerochen. Oh, das fand ich einfach nur eklig. Das nächste Produkt habe ich eigentlich ganz gerne verwendet. Und zwar war das My New Hair Volume Spray. Das habe ich, glaube ich, von der lieben Graufalter bekommen. Ich weiß es gar nicht. Das war ein Haarspray. Und das konntest du richtig am Ansatz verwenden, richtig punktuell. Ich habe aber oft mal mit den Händen einfach Schwierigkeiten und habe die Kraft nicht in den Händen so Pumpgeschichten zu verwenden. Und das war teilweise so schwer, weil es so verklebt war, dass ich mich da so schwer getan habe mit Reisprotein und Quinoa. Es war ein wunderbares Produkt, aber von der Anwendung war es für mich einfach manchmal schwierig und deswegen habe ich es nicht so gerne verwendet. Das ist noch von der Creme, das habe ich euch schon gezeigt. Dann haben wir ein totes Meer Badesalz, Milch und Honig aufgebraucht. Diese Dermacell Badesalze sind gut, allerdings von dem Honig habe ich überhaupt nichts gemerkt. Der war nur neben der Tüte gelegen, nichts mit Honig. So, dann habe ich aufgebraucht, muss ein bisschen sortieren. Ach ja. Da habe ich ja also eine Abonnentenpost bekommen, Zuschauerpost, nochmal vielen lieben Dank. Und da war das Litamin drin, das habe ich sehr gern verwendet. Ich liebe Litamin, da gibt es ja auch das Blaue, wo du dir richtig schön die Wanne versaust, aber die duften einfach richtig schön. Das habe ich sehr gerne verwendet und bin echt traurig, dass es alle ist. Ich werde es mir aber wieder nachkaufen, weil es ein tolles Produkt war. Auch ein tolles Produkt, und zwar Hawaiian Tropic Silk Hydration Sonnencreme. die war so gestreift und das war ein richtig tolles Produkt. Das hat so richtig schön nach diesem Manui geduftet. Ich habe es jetzt dann als Bodylotion verwendet, weil Lichtschutzfaktor 15, im Gesicht brauche ich das nicht. Es hat gut geduftet und wenn ich jetzt zum Beispiel wir haben ja schon 2022, wenn ich im Frühjahr, im Sommer dann meine Sonnencreme brauche, wo ich halt wirklich nur ein bisschen, dann weiß ich zumindest, dass ich dieses Produkt sehr gerne verwenden würde, weil dieser Manui-Duft oder dieses Hawaiian Tropic, das ist vielleicht nicht jedermanns Sache und ich habe das schon ein paar Mal gesehen und habe mich da auch nicht dran getraut. Aber jetzt weiß ich, dass es das ist und kann man nachkaufen. Dann habe ich Pflegedusche, Mango und Ingwer. Das habe ich tatsächlich jetzt noch im Badezimmer liegen. Das ist eine quittelgelbe Seife. Was ich so toll finde, da ist dieses Sebamed eingestanzt und das ist, also das ist nicht beim ersten Waschen weg, das ist noch ganz lange und die ist auch wirklich richtig gelb. Sie riecht gut, ich nehme sie nicht zum Duschen, ich nehme sie für die Pinsel und für die Hände.
Ich würde sie mir aber tatsächlich nicht nachkaufen, weil dieser Mangogeruch, das ist zwar angenehm, aber wenn du das jeden Tag riechst, geht es dir irgendwann, glaube ich, auf die Nerven. So habe ich zumindest den Eindruck, bin aber grundsätzlich damit zufrieden. Dann habe ich wieder Wärmepflaster aufgebracht, weil ich es wieder am Rücken hatte. Von alter Pharma. Nee, nee, zu nichts. Kann ich nicht empfehlen. Dann haben wir nochmal Kosmetiktücher aufgebracht. Ah, da ist noch was anderes drin. Gerade habe ich nämlich zwischengelagert. So, jetzt kommen wir raus. Also nochmal Tücher, Taschentücher. Ah, genau. Und zwar hatte ich von Purish mir eine Mystery Bag, eine kleine gekauft. Und mir hat eine liebe Abonnentin gesagt, dass bei mir nämlich Produkte gefehlt haben. Weil die sagen natürlich, es muss einen gewissen Wert in der Box haben. Und bei mir haben halt Produkte gefehlt. Haben sie halt vergessen. Konnte ich ja nicht wissen. Und deswegen sage ich nochmal vielen lieben Dank. Und dann hat mir Pyrisch nämlich freundlicherweise echt schnell auch Produkte zukommen lassen. Da müssen noch welche hier drin sein. Als Ausgleich. Und da war unter anderem auch eine, wie so eine Art Ampulle drin. Also koreanische Kosmetik. Das Made in Korea, Selimax, irgendwas. Ich kann es euch nicht sagen. Also da steht halt Nuni-Ampulle. Nuni-Ampulle. Die war richtig schön. Die hatte so gelige Konsistenz, sah aus wie so Schneckenslime. War aber richtig gut, habe ich mich gefreut. Obwohl ich so kleine Geschichten eher nicht so mag. Dann habe ich in Verwendung, und das wollte ich euch nur mal sagen, dieser Make-up-Radierer. Da war ja Make-up-Radierer irgendwo drin, ein ganz kleiner. Den verwende ich tatsächlich sehr gerne. War zwar nur eine Probegröße, aber verwende ich gerne. Dann habe ich aufgebraucht von DIC mit Asia Dream, weißer Tee, wieder diese Tücher. Ich habe tatsächlich jetzt in letzter Zeit keine mehr gekauft, obwohl ich die gerne verwende. Aber irgendwie hat mich auch dieses Packaging gerade momentan nicht angesprochen. Vielleicht, wenn sie jetzt im Frühjahr so wieder Melone oder sowas als sommerlichen Frühjahrsduft oder vielleicht auch mal was mit Jasmin oder so machen, dann würde es mich wahrscheinlich eher reizen. Ich glaube, mein Handy spinnt heute total. Habe ich nicht wieder nachgekauft. Ja. Dann geht in ein Trash-Paket von Monoskin ein Gentle-Toner. Ich habe mich so gefreut, weil der Toner kostet richtig Geld. Aber ich vertrage ihn. Ich kriege da voll die Pickel. Ich sehe dann aus wie eine Zwölfjährige. Deswegen wird es weiter wandern. Ich habe den vielleicht dreimal verwendet und jedes Mal sah ich da aus. Ist 12 Monate haltbar. Ich habe ihn ja erst aufgemacht. Ja, fand ich schade. Also mit Neroli und Rose haben leider nicht vertragen. Aber dann muss er halt weg. So, dann habe ich diesmal aufgebraucht eine Tagescreme von Zotis. Ich habe immer auf Zotys geschwört, aber mit der Creme bin ich überhaupt nicht glücklich gewesen. Also die, ach nee, das war der Cleanser. Der Cleanser war gut. Ich habe hier irgendwo noch eine Creme drin. Der Cleanser war gut, also kaufe ich mir aber aufgrund des Preises nicht nach. Ist einfach so. Dann habe ich hier, oh, nochmal Tücher. Die waren schön. Floraltraum mit Mandeln, 50 Stück. Die waren noch vom letzten Jahr. Fand ich gut. Ja. Dann habe ich noch eine Umverpackung von Honest Beauty, ein Glow Powder Bronzer. Den verwende ich tatsächlich sehr gern. Umverpackung kommt weg. Brauchen wir nicht weiter drauf eingehen. Und was auch weggeht, wo ich wo mir gedacht habe, dieses Scheißteil, das geht nie alle von Pantene Pro V 7 in 1. Rizinusöl, Biotin und Rosenwasser. Schwereloses Haarölspray. Oh, das hat mich so genervt und ich habe es halt nach dem Haarewaschen dann einfach verwendet. Es ist auch noch nicht komplett leer. Mir hat es einfach nur genervt. Ich war froh, dass es alle war, von wegen Rizinusöl, dass das für meine Haare gut ist. Ich fand es einfach nur nervig, hat mir gar nichts gebracht. War einfach irgendwie, weiß nicht. Dann von Biore haben wir so tiefenreinige Stripes, 6 Stück. Die funktionieren gut, wenn du die richtig verwendest. Du musst vorher deine Haut feucht machen, sozusagen, dass sie schon die Poren öffnet, weil sonst funktioniert es nicht. Hast du sie aber dann wirklich drauf, bringst du die Scheiße kaum noch runter. Ich habe sie gerne verwendet, ich würde mir die aber auch niemals nachkaufen. Also so gut sind sie dann doch nicht. Dann habe ich Summer Coconut aufgebraucht. Das ist so ein Duftspray fürs Badezimmer. Dieses Summer Coconut, das riecht ganz gut. Allerdings solltest du nicht vorgemacht haben, weil dann riecht es nicht mehr gut. Das ist so ein typischer Kloduft, den du nicht willst. Dann habe ich von Shevens Golden Pads gehabt.
die mag ich gern. Ich mag diese Eyepatches. Allerdings musst du bei denen wirklich liegen bleiben, weil die rutschen runter. Würde ich nicht nachkaufen, mag ich lieber die von Isana Rossmann. Silber mit Augencreme, die habe ich sehr gerne verwendet. Die war richtig schön. Wir haben hier drin gehabt 15 ml, die hat gefühlt ewig gehalten, aber habe ich sehr gerne verwendet. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Habe ich da die Packung noch drin? Nee, das ist nur Papier. Ich sortiere nämlich gleich. Ach ja. Dann habe ich eine Zahnpasta, naja, nicht ganz aufgebraucht. Ich wollte es euch nur zeigen. Ich habe ja gesagt, ich war diesen Monat auch sehr verschwenderisch, weil mich viele Sachen einfach genervt haben. Und zwar von Colgate, da hatte ich ja so ganz fancy Zahnpasta gekauft. Und zwar die schwarze. Seht ihr das noch? Da ist noch ganz viel drin. Und ich wollte euch mal zeigen, wie das ausschaut. Ich finde, das sieht halt auch eklig aus, wenn die Zahnpasta so dasteht und dieses sieht aus wie so Schmodder. Und ich habe tatsächlich auch wieder hier das Problem, dass ich es unheimlich schwer rausbekomme. Und wenn Produkte mich ärgern oder ich einfach dann, wenn es mal schnell gehen muss, auch ewig rumtun und machen und das sieht halt auch so eklig aus. Ich entsorge es einfach, weil ich es auch nicht mehr verwenden möchte. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, rausgeschmissenes Geld, die kostet 4,99 €. Auf gar keinen Fall nachkommen. Ich habe sie noch in rosa da. Freue mich schon richtig, sie zu verwenden. Dann habe ich eine Probe aufgebracht. Misty Ure. War ein sehr schöner Duft. Seht ihr übrigens meine Nägel. Ich habe aus Versehen die falsche Farbe bei denen genommen. Der war abgebrochen. Ich habe dann die falsche Farbe genommen. Nur so Mann. Also das Parfüm war sehr schön. Würde ich mir aber nicht nachkaufen, weil es einfach nicht ganz so meine Duftrichtung war. Dann habe ich von Self Project eine Peel-Off-Maske. Das war so eine blaue. Oh, die war richtig schön. Die hatte so Glitzerpartikel drin. Aber die hat unheimlich lange gebraucht zum Trocknen. Deswegen würde ich mir diese auch gar nicht nochmal nachkaufen. Hat mich dann eigentlich nur noch genervt. Dann habe ich ein paar Duftproben alle gemacht, beziehungsweise zeige ich schon mal die Umverpackung. Ich habe ja von La Risée, gibt es auf der Webseite so kleine Taschen und da kannst du dir Proben bestellen. Und da waren schöne Düfte dabei. Also kommen jetzt noch welche in dem Video. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Schaut da gerne mal vorbei. Dann eine Umverpackung wieder von Banana Beauty. Da habe ich ja den Lipgloss, diesen bräunlichen. Richtig tolles Produkt. Und der duftet, was mir halt nicht so gut gefällt, dass dieser Lipgloss, meins ist ein Lipgloss, der hält halt nicht. Der verschmiert gleich. Das ist das Einzige, was mir nicht gefällt. Aber die Banana Beauty Sachen, richtig toll. So, dann haben wir wieder ein Nervprodukt. Und zwar wieder von diesem Botanic by Sienne Garden Orangenblüte und Argan Shampoo. Fragt's nicht. Ich habe dieses Shampoo gehasst. Erstmal ging der Pumpi oben nicht. Man muss da ja manchmal drehen und da steht ja off und da muss man so lange drehen, bis es oben aufgeht. Ehe ich diesen Punkt erreicht habe, dieses scheiß Shampoo da mal aufging. Ja, und der Geruch war auch gar nicht meins. Ich habe es ungern verwendet. Nein, ich habe es nicht in der Waschmaschine verwendet, weil ich mir dachte, jetzt nimmst du es halt überhaupt nicht mein Duft. Ach nee, nie wieder. Dann hatten wir aufgebraucht, zumindest mein Freund, Dark Temptation Axe. Das nimmt er ganz gerne. Ja, gut. Was soll man dazu sagen? Zahnpasta haben wir, Zahnbürsten haben wir wieder aufgebraucht. Und von Daydent, was ist Daydent? Ja, keine Ahnung, was Daydent ist. Die waren gut, kann ich empfehlen. Die sind sehr stabil, sind auch vom Anfassen sehr angenehm, waren ein bisschen dicker. Dann habe ich aufgebraucht von Elisabeth Arden ein, was war denn das? Eine Essenz, ach, das war ein Serum. Oh, richtig schön, das hatte so eine gelige Konsistenz, das werdet ihr nicht mehr sehen. Das sah aus, wie wenn da so kleine Bubbles drin waren. Richtig angenehm und auch auf dem Gesicht. Wenn du es aufgetragen hast, hast du gedacht, oh, das hat so klebrige Konsistenz. Nein, das ist sofort eingezogen. Das nächste Produkt geht auch einfach weg, weil Nerv. Und zwar ein Fußpeeling. Made in France. War auch mal in irgendeiner Box. Ach, ich hasse so Fußpeelings. Ich nehme das nicht. Das steht bei uns nur im Badezimmer rum. Ich habe eh schon so viel im Badezimmer stehen. Und sowas hasse ich dann wie die Pest. Kommt weg. Sicherlich ein gutes Produkt. Mir wären aber tatsächlich diese Peelingkörner viel zu klein. Hat genervt. Kommt weg. Was wegkommt, aber wieder einzieht, ist von Rexona Stress Control. Diese Sprays von Rexona, die finde ich alle gut. Die kaufe ich immer wieder nach. Völlig wurscht, welche Sorte. Liebe ich, kaufe ich.
Dann geht es weg, Spa Moments Oriental Spa Handcreme. Die war auch mal in irgendeinem Kalender. War gut, habe ich gerne verwendet. Die Größe ideal für mich. Aber ich kaufe auch Handcremes eher selten nach. Das nächste Produkt kaufe ich auch nicht nach. Und zwar von Wow, Color Wow, Dream Coat. Das war so ein Spray, 15 ml. Das war richtig schön. Das hast du dir halt in die Haare gesprüht. Das macht die Haare so ein bisschen glatt. Also du gehst dann halt mit so einem Glätteisen drüber und dann werden die Haare ziemlich glatt. War richtig schön. Kostet einen Haufen Geld, kaufe ich nicht nach. Stinke Räucherkerzen haben wir wieder aufgebraucht. Das waren auch die Restausläufer von Weihnachten. Ja, was sollen wir dazu sagen? Geruchsrichtung Zimtapfel, obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, ich kann an diesen Räucherkerzen nie den Geruch erkennen. Dann geht wieder eine Umverpackung weg. Und zwar, ich habe mir ja den Real Techniques Pinsel gekauft, richtig toll. Für Foundation kann ich empfehlen, ist ein toller Pinsel. Dann eine vegane Zahncreme. Mein Freund nimmt sie noch, ich finde sie ganz furchtbar. Also das ist im Endeffekt eine Zahnpasta, die so leicht minzig schmeckt, würde ich meinen. Ich habe sie nur einmal genommen, frischer Atem. Ich finde sie aber nicht so prägend. Er nimmt sie gern und dann ist das für mich auch okay. Hier haben wir nochmal so eine Spülung, wo auch wieder was drin ist noch, weil ich einfach keine Böcke habe, mir das aufzubrauen. Ich finde es nur noch furchtbar. Ich ärgere mich, dass ich diese Serie gekauft habe. Ich habe ja wirklich viel davon gekauft. Nee, überhaupt nicht meins. War gar nicht meins. Was nicht schlecht war, und aber nicht zum Duschen. Und zwar leicht und unbeschwert Bio-Aprikose-Minze von Dresdner Essenz. Ich habe das aufgeschnitten, weil ich es in der Waschmaschine getan habe. Weil wenn ich jetzt mal rieche, ist genau das, weswegen ich es nicht zum Duschen genommen habe. Und zwar dieses Aprikose. Das hat so ein bisschen Geruch wie nach Schweiß. Und ich möchte nicht nach Schweiß nach dem Duschen riechen. Deswegen ist es gleich weggegangen, kann ich überhaupt nicht empfehlen. Was gar nicht schlecht war, das hat mir gut gefallen. Und zwar von Ebelin Melonenduft. Die haben tatsächlich gut gerochen, aber eben nach Nagellackentferner. Das waren so Tücher. So kleine Tücher, wo du dir den Nagellack abmachen kannst. So für unterwegs. Eine richtig tolle Geschichte, hat mir gut gefallen. Würde ich mir tatsächlich, wenn ich in Urlaub gehe, mal nachkaufen. Und dann habe ich, also man sieht, dass ich auch mal farbtechnisch immer mal auf so bestimmte Farben abfahre, Hackem assortiert. Wie gesagt, wir hatten ja zwei Hausstände und da habe ich alles in doppelt und dreifacher Ausführung und ich misste einfach jetzt rigoros aus. Den habe ich mir tatsächlich einfach mal zum Antupieren mal eine Zeit lang benutzt, weil so für einen Ansatz so ein bisschen antupieren, das fand ich mal eine Zeit lang ganz nett. Mache ich gar nicht mehr und das nehme ich halt einfach nach dem Haare waschen, dass ich sozusagen durch die Haare komme, weil die sind ja dann noch ein bisschen angegriffen und man soll ja dann vorsichtig durch die Haare gehen. Ich habe noch einen, deswegen kommt der weg, brauche ich einfach nicht in fünffacher Ausführung. Das war noch eine Purish-Tüte und zwar von der Firma Feind, eine Peel-Off Detox-Maske. Das ist also koreanische Kosmetik gewesen. Richtig schön, also tolle Firma, hätte ich auch nie gekauft. Dann Badeessenz, Gute Nacht von der Firma Kneipp, Zirbenholz und Amyris. Oh, ich liebe Kneipp. Kneipp könnte für mich alles sortieren und kaufen, herstellen. Ich liebe die einfach, diese Öle. Ich habe jetzt von Tete Sepp mein Lieblings-Hammam-Bad aufgrund einer lieben Instagram-Followerin wieder bekommen, weil dieses Hammam-Bad, das kriege ich nirgendwo mehr. Das gibt es nur noch in Amazon und ich liebe halt so Öle und deswegen habe ich das auch sehr gern verwendet. Das nächste Produkt gehe ich jetzt einfach weg, weil ich denke, das ist schon so lange auf. Und zwar von Labello hatte ich einen Lip Scrub. Also ist nicht mehr viel drin. Der hat so ein bisschen, das sollte Lavendel sein, riecht aber nicht nach Lavendel. Der war richtig schön, der hat so eine grobe Körnung dran. Und das konntest du auch drauf lassen. Fand ich richtig schön, würde ich mir tatsächlich nachkaufen. Das nächste kaufe ich nicht nach, von Isana Trockenshampoo. Das war auch so ein LE und war für ein paar Cent runtergesetzt und das da. Und da habe ich mir gedacht, ja gut, dann kaufst du es mal. Das war gar nicht, der Geruch war sehr männlich. Also wie so eine Rasiercreme aus den 50er Jahren, hätte ich fast gesagt. Und das hat so einen weißen Film hinterlassen, dass du, auch wenn du dann in die Haare gegangen bist, dass du in den Fingernägeln sozusagen schon so Reste drin hast. Also richtig eklig. Ich habe mir gedacht, nee, das will ich gar nicht haben.
Dann kommt weg, weil alle von 4711, da gab es mal so Tücher, so Erfrischungstücher, die waren richtig gut. Die Duftrichtungen haben mir auch gut gefallen, aber das sind Produkte, die ich auch nicht nachkaufe. Und zwar dann von Essence gab es ja diese LE mit diesem Café du Clos. Das war ein Körperöl, also ein Körperspray. Das riecht wirklich richtig gut. Das hast du dir auf die Beine oder so aufgesprüht und das war richtig toll. Also das war ein Wake Up Body Mist. Kann euch auch sagen, warum Wake Up Body Mist. Weil wenn du dir das ins Gesicht gesprüht hast, hast du so eine Flatschen im Gesicht gehabt, dass du von alleine wach geworden bist. Ich habe es tatsächlich zum Schluss in unseren Diffuser reingemacht, weil es mir nur noch genervt hat. Das sind Dinge, die braucht kein Mensch. Hat gut gerochen, aber braucht echt kein Mensch. Dann habe ich noch eine Parfümprobe aufgebraucht von J'adore. Wäre so meine Parfüms so von meiner Duftintensität oder Geschmacksrichtung kennt, weiß, das ist alles immer so ähnlich. Riecht gut, habe ich gerne verwendet. Dann habe ich wieder ein Calming Water Pad. Das hatte irgendwie so eine spezielle Funktion. Ich glaube, erst einschmieren und dann einwirken lassen und abspielen. Das war auch einer dieser Pure Speck. Fand ich auch richtig gut. Kann mich aber gar nicht mehr so dran erinnern, wie die Funktion war. Dann von M. Asam ein Peeling. Ich liebe die M. Asam Peeling. Aber das Lemon Pie, das war jetzt nicht so ganz meine Geruchsrichtung, muss ich ganz ehrlich sagen. In der Verpackung riecht es gut. Aber ich mag so zitrische Düfte nicht so gern. Das riecht halt immer wie ein Klostein. Deswegen war ich froh, dass es alle waren. Aber es hat gut funktioniert. Oh, dann ein Toner von Lynia. Das war in einer Kooperation. Der ist richtig toll. Schaut einfach mal auf diese Seite von Lynia. Die haben, glaube ich, jetzt auch so eine deutsche Seite oder deutsche Übersetzung. Die haben richtig tolle Sachen. Du kannst individuell auf deine Haut gucken, was du brauchst. Also das war ein richtig toller Toner. Ich sage nochmal vielen lieben Dank, dass ich das damals zugesendet bekommen habe. Ich werde bei Lynia tatsächlich bleiben, immer mal wieder. Also ich werde nie auf Produkte auf 100% immer bleiben, weil ich teste es viel zu gerne. Aber ich werde dieses auf jeden Fall nochmal nachkaufen, weil das richtig toll war. So, dann habe ich aufgebraucht von Christian Dior ein Parfum. Ja, war gut. Kann mich aber eigentlich gar nicht mehr erinnern, an was für eine Geruchsrichtung war. Ich muss gerade ein paar Umverpackungen wegschmeißen, weil die habe ich euch schon gezeigt. So, dann haben wir hier, ein bisschen siffig, von Elisabeth Arden diese Allrounder-Creme, diese fettige Creme, diese 8-Hour-Cream. Ich habe die tatsächlich noch in groß, aber ich verstehe den ganzen Hype darum nicht. Das ist ja eine ziemlich fettige Creme, die du halt bei rissigen Hautstellen verwenden kannst. Aber vom Gefühl her kannst du auch eine Vaseline nehmen. Da sind natürlich die Inhaltsstoffe nicht drin, aber die kostet im Original ja auch richtig Geld und würde ich mir tatsächlich nicht nachkaufen, obwohl ich sie nicht schlecht finde. Das nächste Produkt geht jetzt auch wieder weiter, da ist auch noch so viel drin, das geht in ein Trash-Paket rein. Ein Haarserum hat bei mir nicht funktioniert, geht deswegen auch in ein Wanderpaket. So, und dann nähern wir uns tatsächlich dem Ende. Ah, okay. Und zwar haben wir ein Anti-Beschlag-Tuch für Brillen. Das hatte ich auch von der lieben Noemi aus dem Tauschpaket. Das war im Endeffekt so, da hast du deine Brillen geputzt und dann sind die nicht so schnell beschlagen. Das war gar nicht so schlecht. Habe ich ganz gerne verwendet, aber jetzt hat es mir dann nur noch genervt. Von Balea, Feuchtigkeit, Aufbaukur, ist wie die erste, wo ich euch gesagt habe, die sind super, aber wenn ihr was gescheitert wollt, kauft euch was anderes. Dafür würde ich die nicht empfehlen. Dann haben wir eine Maske von Skinfood, war auch gut, würde ich mir nicht nachkaufen. Und dann von Catrice Augenpads, oh, die waren richtig gut. Ich wusste gar nicht, dass Catrice auch Augenpads hat. Die haben mir richtig gut gefallen. Wenn ich die wieder sehe, werde ich die definitiv nachkaufen. So, jetzt bin ich verdunkelt. Ich habe ja gleich mal gesehen, wie dunkel das eigentlich schon ist. Dann geht weiter, weil das habe ich zweimal verwendet und steht bei mir nur in der Ecke rum. Und zwar ein Rasiergel, 100 ml. Ich nutze keine Rasiergele. Ich verwende das nicht. Ich nehme immer Duschgel. Das ist auch so ein Anti-Picke, dass da keine Erdbehaut danach kommt. Ich nutze das einfach nicht. Das steht bei mir nur rum und deswegen kommt es weg. Das nächste Produkt habe ich sehr gerne verwendet und zwar ein Setting Spray von Ilha Mask, 30 ml. Hat aber zum Schluss bei den letzten Tropfen, die drin waren, nicht mehr funktioniert. Da hattest du dann so weiße Punkte überall. Deswegen würde ich es nicht weiter empfehlen. Auch weg kommt endlich jetzt, weil es mich nur noch nervt, und zwar von La Rosé von der Goodie Box. Da war doch mal dieser Stick, der wäre auch noch haltbar, aber ich schmeiße ihn jetzt einfach weg, weil das macht man nicht.
dieser Stick, da ist noch so viel drin. Den hast du dir aufs Gesicht aufgetragen und einwirken lassen, abgeschwellt. Das war schon super, aber der ist viel zu groß. Und ich möchte einfach so große Produkte nicht haben. Ich möchte viele Produkte testen. Ich möchte unterschiedliche Produkte testen und nicht monatelang das gleiche Produkt. Grundsätzlich ein tolles Produkt gewesen, aber ein Viertel davon hätte auch echt gereicht in den Buchsen. So, dann haben wir jetzt von Swooties die Creme, die diesmal nicht so dolle war, wo ich vorhin schon gedacht habe. Weiß nicht warum. Das ist diese Hydra-Creme gewesen. Hat bei mir dieses Mal nicht funktioniert. War ich ein bisschen enttäuscht. So, da haben wir wieder Pappe. Dann haben wir nochmal ein Toner gehabt. Das war auch von der Purish Box. Der war auch richtig schön angenehm. Hat mir gut gefallen. So, dann kommt jetzt endlich weg mein Blush. Das war meine Glossy Box und ihr seht, ich habe das wirklich gerne verwendet. Es war ein tolles Blush. Das kommt auch in meine Jahresfavoriten rein. Habe ich gerne verwendet. So, dann haben wir eine Nachtcreme und eine Tagescreme von Swooties noch aufgebraucht. Waren auch diesmal nichts. Ich war diesmal wirklich enttäuscht von den Swooties Produkten, weil ich da eigentlich immer positive Rückmeldungen von mir persönlich, von meiner Haut hatte. Waren beide nichts. Weiß nicht warum. Irgendwie, nö, wir waren diesmal nicht so einig miteinander. Eine Winterspülung von Balea war gut. Das war ein Adventskalender von einmal Anwendung, kann ich ja nicht wirklich viel sagen. Und was ich gerne verwendet habe von Betty Barty Vanilla Deo Roll-On, das habe ich mal von der lieben Farbenfroh bekommen in einem Paket. Hat mir sehr gut gefallen. Der Vanilleduft war mega und den werde ich auch wieder nachkaufen. Ich muss noch ein bisschen schneller machen, weil mein Handy jetzt schon wieder in die Knie geht. Ich entsorge, weil nervt, Blendermate XXL Zahnpastar, furchtbar, furchtbar, hat uns gar nicht gefallen. Wir verwenden es nicht, es steht dann nur rum, wir nehmen dann immer, wenn wir zwei stehen, haben immer nur die andere. Deswegen kommt auch diese weg. Ich mag sowas einfach nicht, wenn das ewig rumsteht. Eine Handcreme nochmal von Spa Moment, super, hat mir gut gefallen, Handcreme geht immer. Mein Lieblings-Concealer von Caris, kaufe ich immer wieder nach, also... Der kommt auch in meine Jahresfavoriten, kann ich nur empfehlen. So, dann habe ich aufgebraucht eine, das war das für die Möpse, und zwar von Prey. Das war eine Creme, die du dir auf die Brüste, aufs Dekolleté drauf machst. Und da habe ich schon in den Unboxing von den anderen gesehen, dass das so super ist. Ja, ja, braucht kein Mensch. Und ganz ehrlich, ich habe mir das dann auch eingeteilt und ich fand das richtig gut, hat mir gut gefallen. Auch gut gefallen hat mir von Ole Henriksen eine Augencreme. Das ist so eine orangene gewesen, so wie so eine Art Bananenfarbe. Richtig toll, also Banana Bright Eye Cream 3ml. Richtig toll, kann ich euch empfehlen, wenn ihr die mal in der Box drin habt. Richtig schönes Produkt, kann ich auf jeden Fall empfehlen. So, dann habe ich aufgebraucht. Jetzt muss ich gerade nochmal sortieren. Jede Menge Proben von Laris. Die 120 waren nicht meins. Die 78 war nicht meins. Ich schreibe auch nicht mehr hin, was es für Duftrichtung war. Die 447 war nicht meins. Geht gleich weiter. Ich habe es nur einmal gesprüht. Die 424 war auch nicht meins. Und alles ziemlich männliche Düfte. 097 war nicht meins. Und die 180 hat mir gefallen, weil die ist allem. So, wie gesagt, wenn es jemand interessiert, der kann da mal auf der Webseite schauen. So, dann haben wir von Filorga... was war denn das? Das war das Serum, das hat mir gut gefallen. Serien gehen bei mir immer. Filorga mag ich auch sehr gern. Dann habe ich eine Ampulle von Swooties aufgebraucht. Die hat mir wiederum sehr gefallen. Plastikverpackung. Plastik gefällt mir tatsächlich besser, obwohl ich sonst lieber Glas mag. Hat, wie gesagt, von einer Ampulle kannst du nicht wirklich was sagen. Was mir tatsächlich gar nicht gefallen hat, und zwar waren zu dieser Nachtcreme, da gab es da diese Flasche und da waren so ein paar Ampullen drin. Diese Ampullen, also beziehungsweise diese Teile, diese Gummiteile, richtig teuer und haben mir gar nicht gefallen. Da war ich so enttäuscht. Also was jetzt auch wegkommt, das wollte ich euch nur zeigen. Ich hatte in der My Little Box diese wunderschönen Ohrringe. Und leider sind sie mir auch wieder schwarz oder grün geworden. Ich habe dann grüne Ohren davon gekriegt. Ich finde das so schade eben. Ich habe das Problem, wenn ich keinen Goldschmuck habe, dann geht mir das wirklich kaputt, wird schwarz. Waren aber richtig schön, wollte ich euch wie gesagt nur noch mal zeigen. So, und dann haben wir nur noch zwei Produkte. Ja, Tatsache. Und zwar ein Wimpernserum. Ich habe es verwendet, ja, aber ich fand, es hat mir nichts gebracht. Ja,
Ich behalte den Pinsel für mein Rizinusöl und das war's. Und dann kommen wir zu dem letzten Produkt und das wollte ich euch mal zeigen, weil das ist sowas von Leute Nepp und ich war da so enttäuscht. Ich habe ja von Shu Uemura mir was gekauft. Das habe ich mir auch gekauft und mir gegönnt, weil dieses Teil, ich glaube, das hat 34 € gekostet. Das ist im Endeffekt so ein Duo-Repair für extremes, kaputtes Haar. Das hast du dir in die Haarspitzen gemacht, dass deine Haare gesund werden. Das duftet wunderbar und ich habe mir gedacht, weil da wird ja noch was drin sein, dass ich das aufschneide. Und dann habe ich das gar nicht aufbekommen. Dann hat mein Freund mit der Werkbank und was weiß ich endlich dieses Teil aufgemacht. Und dann kam nämlich die böse Überraschung. Da ist nämlich gar nichts drin. Schau mal, das ist ganz sauber, weil da sind nämlich nur diese zwei Teile drin. Diese zwei Teile waren da drin. Und dann war der Deckel drauf. Ganz ehrlich, so eine Leute verarsche. Ich meine, auch wenn die nicht drin gewesen wären, wäre es nicht viel. Aber für so viel Geld, es hat mir tatsächlich nicht viel gebracht. Ich habe es gerne verwendet, es ging aber sehr schwer oben raus. Ich mag da lieber so Quetschtuben. Ich werde Shu Uemura wieder kaufen, aber dieses nicht mehr, weil viel zu viel Verpackung, da hätte man auch leichter irgendwie in der Mitte so ein Teil reinmachen können. Also sowas von Leute nett und so viel Geld. Also dieses Produkt selber würde ich nicht empfehlen. Und ja, Shu Uemura mag ich, aber werde da lieber Tiegel kaufen. Genau, das war mein Aufgebraucht, ein richtiger Marathon. Wer bis zum Schluss dran geblieben ist, vielen herzlichen Dank. Ich werde jetzt zur Mülltonne gehen, weil jetzt wird es dunkel und dann entsorgen wir gemeinsam sozusagen den Müll von Februar. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Ich sage jetzt mal schönen Feierabend, schönes Wochenende, weil mir ist jetzt Freitag. Und ja, wir sehen uns einfach heute zum Sonntag wahrscheinlich oder ich weiß noch nicht, an welchen Tag ich es hochlade. Wir sehen uns einfach beim nächsten Video. Liebe Grüße, bleibt gesund, eure Heike.